Danke der ganzen Fondation Baylor, für dass Sie sich auf das Experiment mit mir einlassen. Ich danke auch Ihnen jetzt schon für Ihren Mut, der eher unorthodoxen Führung beizuwohnen. Ich bin kein Kunsthistoriker, das möchte ich gerade vorausschicken. Und ich will auch ganz ehrlich sein, ich habe Marlene Dumas und ihr Werk nicht kennt vor der Vernissage. Ich bin dann zum ersten Mal hierher gekommen. Und bin überwältigt von ihren Bildern. Wird das vielleicht Nonne auch noch ein bisschen erläutern im Zusammenhang mit meinem Background, als jemand, der sich sehr viel mit Musik beschäftigt, namentlich mit Popmusik aus den letzten 50, 60 Jahren. Wird auch Ihnen jetzt vielleicht ein paar mehr Inputs geben. Was mir durch den Kopf geht bei einzelnen Bildern, es hat ein paar ganz konkrete Anspielungen auch an Popmusikerinnen und Popmusiker, die ich mit Ihnen diskutieren möchte. Und diskutieren meine ich auch im eigentlichen Sinn vom Wort. Also Sie dürfen gerne eine Frage stellen, zumindest drin, oder eine Anmerkung machen. Ich bin da also sehr offen, es ist kein Monolog. Für das sind wir alle nicht hierher gekommen. Aber vielleicht ganz kurz, also mich nimmt es wunder, wer von Ihnen hat überhaupt die Ausstellung schon gesehen? Ist sie für Sie Neuland oder haben Sie sie schon zweimal angeschaut? Wer hat sie schon gesehen? doch einige. Also von Ihnen habe ich ein bisschen Angst, Sie wissen vielleicht mehr. Aber ich bin froh, dass es noch nicht alle gesehen haben, denn jetzt vielleicht auch noch einen gewissen Überraschungseffekt. Vielleicht vorausschicken, bevor wir reinlaufen. Marlene Dumas, also für die Sie eben auch noch nicht kennt haben. Ich habe mich jetzt auch belehren durch einen sehr informativen Film, den man ganz hinten sieht und kann anschauen, wie sie schafft und wie sie die Ausstellung, die Retrospektive mit der Fondation zusammen vorbereitet hat. Sie sagt unter anderem, dass für sie das Ganze, die Bilder zusammenzustellen, dass das sie wie eine Vergangenheit neu zu organisieren. Und da habe ich schon eine erste Parallele ausgemacht zu Popmusikern, weil wenn die Rolling Stones auf Tournee gehen, dann ist das eigentlich nichts anderes, als dass sie ihre Vergangenheit neu organisieren. Das Werk besteht eigentlich schon. Es werden nicht extra neue Songs geschrieben, es kommen vielleicht zwei, drei Songs vom aktuellen Album dazu. Aber es geht mehr darum, welches Arrangement vom ganzen Konzert wollen wir da bieten. Wo kommt welches Lied, in welcher Reihenfolge, was für eine Dramaturgie wollen wir bieten. Und offenbar hat Frau Dumas ganz ähnlich gedacht, wo sie die Bilder ausgewählt hat, die hierher kommen, und auch die Anordnung der ganzen Ausstellung. Um es vielleicht ein bisschen spannender zu machen, habe ich mich entschieden, dass wir nicht chronologisch durchlaufen. Wir werden nur gezielt ein paar Sachen anschauen. Sondern wir laufen eigentlich von der Chronologie her eher ans Ende der ganzen Ausstellung. Und wenn Sie sich ein bisschen mit der Popmusikgeschichte schon beschäftigt haben, dann wissen Sie, Rückwärtsbotschaften, das ist eines der ganz grossen Mysterien. Also wir gehen eigentlich rückwärts jetzt in die Ausstellung rein. Und werden uns dann bei den ersten zwei Bildern mal ein bisschen vertiefter unterhalten. Ich mache jetzt einen Versuch. Ich habe die Musik ein bisschen an mein Mikrofon und hoffe, dass Sie sie auch relativ gut hören. Hört man etwas? Ich vermute, Sie haben es gehört, mein Sohn, das Baby dort, hat schon mitgesungen. Er ist ein Klassiker. To know him is to love him. Der Mann, den Sie hier sehen, der hat das Lied geschrieben. 1958. Und zwar ist das der Phil Spector. Der Phil Spector hat eigentlich selten gesungen. Das war ganz am Anfang seiner Musikkarriere. Da hat er selber noch mitgesungen. Und zwar hat die Gruppe The Teddy Bears geheissen, Ende 50er Jahre, wie gesagt.
Nachher ist er eigentlich erst bekannt geworden. Und zwar ist er einer der ersten weltberühmten Produzenten geworden. Er hat unglaublich viele Soul-Klassiker produziert. Das heisst, er war der Mann im Tonstudio, wo zum Beispiel Tina Turner, die Sie sicher alle kennen, oder die Ronettes, Be My Baby, kennen Sie sicher auch von denen, oder auch die Beatles, Let It Be. Er war im Studio und hat eigentlich die Musiker zu Höchstleistungen angetrieben. Der Phil Spector, der ist to have, to know him is to love him. Der erste Song, den er geschrieben hat, der erste Hit, der hat, glaube ich, vermute ich, und jetzt fühlen wir schon an, natürlich auch ein bisschen spekulieren und zu interpretieren. Der hat einen persönlichen Zusammenhang mit seiner eigenen Biografie. Und zwar ist der Spruch, to have known him was to have loved him, auf dem Grabstein von seinem Vater gestanden. Sein Vater hat sich selber das Leben genommen, wo der Phil Spector 10 war. Das heisst, er war ganz bestimmt ein Stück weit traumatisiert von dem sehr frühen Vaterverlust als 10-Jähriger. Hat die Grabsteininschrift eigentlich zu einem ersten Songtitel umformuliert und damit auch den Grundstein gelegt von seinem eigenen Erfolg als Musiker. Der Phil Spector, der hat noch eine Gruppe eben wie die Beatles oder The Ronettes sehr gross gemacht. Allerdings bereits Anfang 70er Jahre angefangen für negative Schlagzeilen zu sorgen, und zwar als durchgeknallte Privatperson. Es gibt legendäre Episoden nach den Beatles, wo der John Lennon eine Platte aufgenommen hat, ihn geholt hat als Produzent und er unter anderem im Tonstudio plötzlich ausgetickt ist, mit der Pistole in den Aufnahmeraum gegangen ist. Der John Lennon und alle anderen Musiker sind dort gestanden und er hat mehrfach in die Decke aufgeschossen und gesagt, jetzt gebt euch mal Mühe. Also, in allen John Lennon-Biografien wird das so als dunkle Monate vom Lennon im eigenen Leben beschrieben. Der Lennon, der selber ja jemand war, der durchaus abgründige Seiten hatte, problematische Seiten. Zusammen mit dem Phil Spector ist das, glaube ich, ein Duo Fatal geworden. Aber so richtige Schlagzeilen, und von dort kommt auch das Bild, richtige Schlagzeilen kam er im Jahr 2003. Dort hat die Polizei in seiner Heimatstadt Alhambra, Kalifornien, einen Anruf bekommen, dass die Schauspielerin Lana Clarkson durch einen Revolverschuss im Maul zum Tod gekommen sei. Er hat gegenüber der Polizei gesagt, es sei ein Selbstmord gewesen, aus Versehen, bei ihm zu Hause. Er hat die Frau einfach lediglich betreut an diesem Abend. Sein Bodyguard, aber sein Chauffeur, hat dann gesagt, er sei zu ihm gekommen und hat gesagt, ich glaube, ich habe jemanden umgebracht. Es hat dann einen grossen Prozess gegeben. Und der Prozess hat, das sind Fakten, dazu geführt, dass der Phil Spector in einem zweiten Schritt zu lebenslänglich verurteilt wurde, für 19 Jahre ins Gefängnis geht. Das war im Mai 2009. Hat während dem Prozess eigentlich unglaublich viel Aufmerksamkeit erregt durch einen grotesken Auftritt. Und ich glaube, das ist das, was Frau Dumas wahnsinnig irritiert hat und nachhaltig auch beschäftigt hat, weshalb sie anhand von bekannten Fotos, von Pressefotos, den Phil Spector in dieser Situation noch einmal gemalt hat. Jetzt ist mein iPad weg. Ich möchte Ihnen schnell zeigen, damit Sie wissen, dass das nicht von ungefähr kommt. Der Wahnsinn, finde ich, wo ihm da auch ein Stück weit ins Gesicht geschrieben steht. Also wenn Sie schauen, schon nur die Augen, ich finde es recht unheimlich. Ich finde es auch, es ist eine Art Verzweiflung drin, aber eben auch eine Unheimlichkeit. Das Bild hier zeigt ihn ohne Perücke. Und das ist, glaube ich, meiner Ansicht nach die Vorlage gewesen, die Frau Dumas verwendet hat. Das ist nämlich in den Zeitungen auch umgereicht worden. Der Phil Spector. Sie sehen das.
Er hat in einem anderen Prozess plötzlich einen blonden Seitenscheitel getragen. Das ist bemerkenswert, weil Sie müssen wissen, die Produzenten sind eigentlich die Leute im Hintergrund. Das sind eigentlich gar nicht die, die wir alle das Gefühl haben, sind so extrovertiert wie die Popstars, die sie selber dann fördern. Ein anderes Bild, und das ist vielleicht das Groteskeste von diesem Prozess, ist eine unglaublich grosse Krüseli-Perücke, die er dann getragen hat. Sie sehen das. Und der Gegensatz zwischen jemandem, der sehr berührende Soul-Klassiker produziert hat, wo eigentlich wahnsinnig viele Leute in den 60er Jahren vor allem, River Deep Mountain High, Ike and Tina Turner, gewaltige Songs produziert hat, was für Abgründe sich dann aufgetan haben in den restlichen 20, 30 Jahren von seinem Leben. Ich glaube, das ist das, was Marlène Dumas hier inne beschäftigt. Und Sie werden noch nicht sehen. Ich glaube, das Schicksal von dem frühen Vaterverlust könnte in diesem Raum eben auch noch eine Rolle spielen. Als nächstes würde ich gerne mit Ihnen zu der Amy gehen. Und zwar habe ich da heute noch eine Parallele gefunden zum Phil Spector. Sie hat nämlich genau das Lied, das er geschrieben hat als Teenager, noch 5 Jahre vor ihrem Tod gesungen. Also Sie sehen hier Amy Winehouse, gemalt im Jahr 2011. Und das ist auch das Jahr, in dem Amy Winehouse gestorben ist. Ich vermute, Sie haben das alle mitbekommen. Amy Winehouse war eine Sängerin, eine englische Sängerin, eine Soul-Sängerin, wo Sie haben sie jetzt gehört, hoffe ich, wo eine unglaubliche Ausstrahlung hatte, und eine Präsenz mit ihrer Stimme und eine Tiefe, wie man sie eben von grossen Soul-Sängerinnen aus den 60er und 70er Jahren her kennt hat. Und wie man sie, das muss man auch sagen, eigentlich vermisst hatte in den Nullerjahren. Ich habe mal kurz die Gelegenheit gehabt, sie persönlich kennenzulernen im Jahr 2004. Das war sie ganz am Anfang von ihrer Karriere. Es war ein Interview-Termin in Zürich. Sie hat dort gar nicht so eine erfolgreiche Platte, ihre erste Platte am Start gehabt. Und man hat dort eigentlich bei diesem Interview recht gemerkt, dass sie eine unsichere Person ist. Ich weiss noch, es ist mir aufgefallen, dass man am Nachmittag um 2 bei einem Gespräch miteinander hockt und sie schon ein halbes Weisswein vor sich hat. Als 20-Jährige habe ich doch eher erschreckend gefunden und ich denke, das könnte Zeichen von einem Problem sein oder es könnte in ein Problem herführen. Jetzt, wenn man Ihre Biografie ein bisschen mitverfolgt hat oder den Film, ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen, der ist gerade im Moment im Kino, seit diesem Sommer, dann merkt man, dass Amy Winehouse jemand war, der unglaublich viel Gefühl im Gesang hatte, unglaublich viel Unsicherheit, aber auch was ihre eigene Person angeht, was ihre Rolle angeht. Jemand, der immer wollte singen, aber nie wollte berühmt sein. Und ich glaube, genau der Raum, der hat dazu beigetragen, dass sie eigentlich immer wie mehr in Probleme hineingestürchelt ist. Und das Bild finde ich unglaublich stark. Also es ist für mich Amy Winehouse, wie man sie kennt von Fotografien. Ich habe ein, zwei Fotos vorbereitet von dieser erfolgreichen, dann späteren zweiten Platte Back to Black. Auf dieser Platte hat sie den Verlust von einer Beziehung von ihrem geliebtesten Mann besungen. Sie ist wie Marlène Dumas, kann man sagen, jemand, der auch mit Wort schafft. Also Marlène Dumas, wenn Sie die ganze Ausstellung dann noch in Ruhe anschauen, werden merken, sie hat immer wieder auch Gedichte geschrieben.
sehr poetische Gedichte und sehr autobiografische Gedichte. Und genau das hat eigentlich Amy Winehouse auch gemacht. Amy Winehouse auf diesem Bild, also ich zeige Ihnen schnell, wie das Plattencover ausgesehen hat. Das ist das erfolgreichste Album in diesem ganzen Jahr 2009, wenn ich mich richtig erinnere, Back to Black. Und es ist dann schlussendlich eigentlich auch ziemlich das erfolgreichste Album von einer Künstlerin in den ganzen Nullerjahren, vom, also 2000 bis 2010, 2009. Mir ist da schon aufgefallen, dass es ein Blau drin hat, das in ein Schwarz übergeht. Und genau das sehe ich eigentlich auch, wenn ich das Bild anschaue. Die Marlene Dumas hat Amy Blue als Titel gesetzt. Und das Blau ist ein Farbton. Aber ich finde es eigentlich auch sehr interessant, den Ausschnitt, den sie gewählt hat für ihr Bild. Sie schaut nämlich ins Schwarze runter. Für mich irgendwo eine Verlorenheit, eine Selbstverlorenheit. Andererseits aber auch vielleicht der Abgrund, der das symbolisieren soll. Sie wissen sicher, Amy Winehouse hatte ein Alkoholproblem gehabt. Das habe ich selber ja angedeutet. Sie hatte aber auch ein grosses Heroinproblem gehabt und ein Kokainproblem gehabt. Und das ist vielleicht zu allem anderen die besonders grosse Tragödie. Amy Winehouse war eigentlich die erste Musikerin, die dermassen schonungslos und gnadenlos verfolgt worden ist von Paparazzi, die ihren Absturz öffentlich gemacht haben. Sie hat dazu natürlich auch ihren Teil beigetragen mit irgendwie Handyfilmen, die sie selber zugelassen hat oder sogar selber gefilmt hat und irgendwie den Weg dann ins Internet gefunden hat. Auf jeden Fall ist es eine absolut ungeahnte Öffentlichkeit, wo sie hatte, wenn man denkt, sie alle kennen den Keith Richards von den Rolling Stones, der kein Lämmchen war in den 60er und 70er Jahren, aber niemals sind dermassen viele Informationen von solchen Musikern, von den ersten Rockstars oder auch von Elvis Presley. Niemals sind so viele Informationen eigentlich an die Öffentlichkeit gelangt. Durch das Internet, durch unsere Kommunikationsmittel ist das, was Amy Winehouse widerfahren ist, eigentlich, ist unglaublich brutal. Nämlich jeder Schritt, jeder Absturz von ihr hat irgendjemand dokumentiert und ins Internet gestellt. Und natürlich hat sie das mitbekommen. Und natürlich hat sie das nicht wirklich können aufbauen oder irgendwie ihr helfen, ihre Probleme hinter sich zu lassen. Sondern die Probleme, die haben sie nicht nur verfolgt, sie sind eigentlich immer wieder selber vor Augen geführt worden. Also, Back to Black, der Albumtitel, der hat sie selber mal gesagt, Back to Black is when you finished a relationship and you go back to what's comfortable for you. Also was angenehm ist für dich selber, wenn, nachdem du eine Beziehung beendet hast. Mein Ex-Mann, er ist zu seinem Girlfriend zurückgegangen und I went back to drinking and dark times. Ich bin zurückgegangen zum Trinken und zu den dunklen Zeiten. Was mir auch sehr gut gefällt, und ich glaube, der Albumtitel heisst, der Bildtitel heisst eben Blue und nicht Black, ist eigentlich das Blau. Irgendwie erscheint sie mir gleichzeitig, trotz allen Abgründen, auch ein bisschen als Engel. Und man hat mir gesagt, dass es, glaube ich, auch tatsächlich nach ihrem Tod erst entstanden ist, das Werk. Also dass Marlene Dumas wahrscheinlich unter dem Eindruck von dem tragischen Tod, also Amy Winehouse ist im Juli 2011 ums Leben gekommen. Man hat am Schluss, ich weiß nicht mehr, wie viel Promille, über 3 Promille Alkohol in ihrem Blut gefunden. Man weiß, dass sie Drogenprobleme hatte dazu. Also ihr Herz hat einfach nicht mögen, ihre Organe haben nicht mehr können, im Alter von 27 Jahren. Das Ganze, trotzdem hat sie irgendetwas Engelhaftes. Ich weiß nicht, was es ist. Sie ist vielleicht auch noch ein bisschen Swiss mit dem Blau gemischt. Es hat etwas Versöhnliches, wenn man es länger anschaut, so ist es mir gegangen. Und trotzdem etwas tief Trauriges, weil man die Bilder von der Öffentlichkeit einfach nicht aus dem Kopf kriegt und die Tragödie, dass eigentlich niemand wirklich da war, um ihr zu helfen. Jetzt vielleicht die von Ihnen, die sich ein bisschen enger mit Musik beschäftigen, wissen auch, dass es in der Musik den Begriff Blue Notes gibt.
Blue Notes sind Noten, die den Blues-Charakter mit auszeichnen und definieren. Und das, habe ich das Gefühl, das ist wahrscheinlich der Grund, wieso das Blue heisst, dass ein gewisser Blues auch bei der Marlene Dumas sich manifestiert hat und sie unter dem Eindruck vom Blues eigentlich, dass die junge Frau so früh gestorben ist, mit so unglaublich viel Talent und so viel Seele, dass der Blues den am Schluss zu einem Bild geführt hat. Entschuldigung. Ja. Ja. Ich habe den Film gesehen. Das ist eigentlich der Ehemann. Ja, der Partner ist eigentlich der Ehemann von ihr. Civil Blake hat er, glaube ich, geheissen. Also auf den Mann hat sie sich bezogen. Sie ist noch einmal mit ihm zusammengekommen. Aber genau wie man den Film sieht, merkt man auch, der Mann hat ihr grundsätzlich nicht gut getan. Oder? Ja, das ist der. Also sie hat den auch geheiratet gehabt. Ja. Und da heisst Blake und sie kommt zu Blake. Ja, das kann man so sagen, genau. Ja. Genau. Also für mich ist es klar, dass die Blue Notes da mitschwingen. Die Blue Notes sind also Zwischentöne, wenn man so will, in der Musik. Das sind die Zwischentöne, die eben aus einem fröhlichen Lied ein nachdenkliches Lied machen. Und um Ihnen das noch schnell vor Ohren zu führen, weil sie ist eine gekonnte Sängerin vom Blues und vom Jazz. Habe ich da auch ein Lied von der Amy Winehouse vorbereitet, wo man ein paar Sekunden hören könnte. Übrigens hören Sie, wie wahnsinnig das nach 60er Jahren tönt und Phil Spector. Hört man es? Also Sie hören, das ist einfach unglaublich, dass jemand mit 25 so einen Ausdruck schon hat in seiner Stimme. Also mich berührt es immer noch ungemein und es freut einen fast schon, wenn man das wieder anschaut und alles wieder raufkommt. Es gibt noch eine zweite These, die ist vielleicht ein bisschen gewagt, wieso das Blau jetzt von der Frau Dumas so stark aufgegriffen worden ist in diesem Bild. Mal schnell schauen, ob das klappt. Und zwar, ich habe Ihnen von dieser Öffentlichkeit erzählt. Auch ein bisschen unfreiwillige Öffentlichkeit von Amy Winehouse. Ich will jetzt das als Journalist würde ich das jetzt nicht noch einmal öffentlich machen, aber weil wir da jetzt in einem privaten Rahmen sind, möchte ich Ihnen das einfach schnell zeigen. Das ist nämlich ein Anschauungsbeispiel von so einem Film, der an die Öffentlichkeit gekommen ist, in dem irgendjemand das Internet da hat. Das zeigt Amy Winehouse zusammen mit dem Rockmusiker Pete Doherty. Beide ein grosses Drogenproblem. Und beide sind auf dieser Aufnahme unverkennbar auch wirklich zugetrönt. Und haben da junge Mäuse. Und sie reden dann in diesem Video irgendwie auch darüber, wie schön das ist, ein neues Leben. Und wenn Sie die Farbigkeit anschauen, dann erkennen Sie vielleicht parallel. Also so ist es mir jetzt auch gegangen. Und es kann sein, dass Frau Dumas den Nebeneffekt sogar sich erwünscht hat, dass man eine Assoziation schafft zu dem Voyeuristischen, wo wir alle im Grunde genommen verurteilen. Aber gleichzeitig sind wir ja Teil davon, indem wir uns auf YouTube bewegen und dann doch nicht wegklicken, wenn so etwas geteilt wird über Facebook oder im Blick am Abend und in 20 Minuten im Tremli rumliegt, schauen wir halt trotzdem rein. Vielleicht tue ich es aber auch ein bisschen überinterpretieren. Grundsätzlich auf jeden Fall habe ich das Gefühl, spüre ich recht viel Empathie bei ihrem Amy-Porträt raus. Also ein Mitgefühl, nicht eine Verurteilung, sondern eigentlich ein grosses Mitgefühl.
Und eine Rückführung auch ein bisschen ins Private. Also wenn wir das anschauen, dann haben wir nicht die Öffentlichkeit in erster Linie vor Augen. Die kommt vielleicht eher noch mit unserer eigenen Erinnerung hinterführen. Die Ausstellung, habe ich mir dann überlegt, die heisst ja «The Image as Burden». Also quasi das Abbild als Last, als Bürde, das Image als Bürde. Und das ist gerade im Leben von Amy Winehouse sicher eine sehr treffende Kurzbeschreibung. Also ihr Image ist eigentlich so eine grosse Last geworden, dass sie nie mehr daraus herausgefunden hat. Und am Schluss dann tatsächlich eigentlich, ihre Suchtkrankheit zu ihrem Tod geführt hat. Wenn Sie jetzt hier rüber schauen, dann sehen Sie noch eine Musikerin. Oder so halb, sage ich jetzt mal. Es heisst Rockstar. Und dann in Klammern, almost like Rembrandt's mother and almost like Patti Smith. Und Patti Smith ist eine amerikanische Rocksängerin. Ich glaube, parallel zu der Marlene Dumas ist, sie ist eine der ersten Frauen gewesen, die sich in diesem sehr männerlastigen Geschäft behauptet haben. Und das ohne sich irgendwie zu verkaufen oder darzustellen auf eine Art, die vielleicht sexistisch gewesen wäre, sondern sie ist sehr emanzipiert auftreten und hat einfach einen grossen Respekt erfahren. Anfänglich vor allem mit ihrer New Yorker Szene, wo sie aufgewachsen ist. In einer sehr kunstaffinen Szene in New York. Sie haben sicher auch schon gehört von der Nähe von Andy Warhol zu The Velvet Underground, also mit dem Sänger Lou Reed, Ende 60er Jahre. Patti Smith ist sozusagen die zweite Generation Rockmusiker. Sie war liiert mit dem Fotografen Robert Mapplethorpe. Sie hat zuerst eigentlich Gedichte geschrieben, hat sich gar nicht getraut zu singen, bis sie dann eigentlich ermutigt worden ist durch den Einfluss von der frühen Punk-Bewegung. Punk hat ja gesagt, jeder kann etwas machen, man muss nicht zwingend in die Schule gegangen sein bei einem Gitarrenlehrer. Man muss einen Ausdruck haben, eine Haltung haben, das ist das, was wichtig ist. Und es ist jetzt nicht so, dass sie ein Rotzbengel gewesen wäre, Patti Smith. Vielleicht ein bisschen schon, aber nicht ausschließlich, sondern sie war in erster Linie eine Dichterin gewesen. Und das ist sicher eine Parallele zu der Frau Dumas, wo eben, wenn sie ihre Zitate hier lesen, die lesen sich wie Poesie. Und sie hat ihre Poesie dann in Musik verwandelt. Und sehr bekannt ist eigentlich, ihren Durchbruch hat sie geschafft mit ihrem ersten Album von 40 Jahren, Horses, und mit einer Version von Gloria. Ich erzähle Ihnen das, weil wir noch schnell einen Bogen, einen Schlenker machen. Vielleicht noch schnell zu dem Bild gesagt, es irritiert mich ein bisschen. Sie sieht darauf aus wie eine Cherokee-Indianerin schon fast, in meinen Augen. Also ich habe sie nicht gerade auf den ersten Blick erkannt. Aber eben, es ist womöglich eine Fusion aus Rembrandts Mutter und ihre, was Frau Dumas hier wollte zeichnen. Auf jeden Fall, um das noch schnell aufzuklären, also Patti Smith ist nicht, hat keine indianischen Vorfahren, sondern sie hat irische Wurzeln. Und ist aber in Amerika aufgewachsen. Ja. Nebendran, nicht, dass das mit Musik zu tun hat, aber es hat bei mir dann plötzlich Klick gemacht, sieht man den Osama Bin Laden und seinen Sohn. Und dort sehen Sie den Pier Paolo Pasolini, italienischer Filmemacher. Er ist 1975 ermordet worden. Ermordet worden auch der Vater und sein Sohn, der darunter gelitten hat, das weiß man. Und da hat sich bei mir dann plötzlich angefangen, so ein bisschen ein Bild zu geben, wieso diese Bilder hier alle im gleichen Raum hängen. Einerseits natürlich gibt es eine gewisse popkulturelle Connection zwischen Film und Musik und Poesie. Und andererseits auch Abgründe, die zu einem grossen Teil, sage ich mal, mit dem älteren Verlust zu tun haben. Also Verlust mit Tragödie innerhalb der Familie.
Das Lied, das ich Ihnen angetönt habe von Patti Smith, wo sie eigentlich, wo ihr den Durchbruch beschert hat, das fängt an mit den Zielen: Jesus died for somebody's sins, but not mine. Das ist eine Abwandlung, die sie gemacht hat. Also sie ist in einem streng gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ihre Mutter war Zeugin, bei den Zeugen Jehovas gewesen. Und sie hat sich sehr von dem distanziert. Und hat eigentlich damit sagen, der Jesus ist für die Sünde von jemand anderem gestorben, aber sicher nicht für mich. Also klare Abgrenzung zu dem. Gleichzeitig ist mir dann, sind wir dann, da können mich vielleicht ein paar belehren, aber sind mir dann die Aussagen von Jesus' letzten Wort in den Sinn gekommen. Also, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Oder, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da hat man mir jetzt auch gesteckt, von Kuratorinnenseite. Wenn wir nämlich jetzt hier rübergehen, dann sehen wir tatsächlich als nächstes Bild Christus am Kreuz. Das heisst, wenn wir jetzt chronologisch eigentlich aus der Ausstellung gelaufen wären, wäre das nächste Bild. Mit diesen Sätzen aus den Evangelien im Hinterkopf macht das eigentlich völlig Sinn. Und ich habe dann auch noch bei meiner Recherche eigentlich dann entnommen, dass auch die Frau Dumas sehr früh ihren Vater verloren hat. Sie war 12, als er an einer Krankheit gestorben ist. Und sie hat gesagt, sie habe etwa 15 Jahre später versucht, ein Bild von ihm zu machen. But it was a lousy painting. Also, I didn't know how to approach the matter. Sie hat nicht gewusst, wie sie sich der, ja, sogar sie sagt the matter, nicht the person oder the father, wie sich dieser Sache können annähern. Hat sie einfach nicht gewusst. Und steile These. Aber womöglich nähert sie sich eigentlich dem persönlichen Schicksal an, indem sie eben sehr durchgeschüttelt wird und irritiert wird selber auch von anderen Schicksalen. Und das kann sein, dass das eigentlich dazu beiträgt, dass sie sich solche Porträts, solche Personen und für solche Porträts auch aussucht. Eine nächste Station wäre wieder da durch. Das Lied, das ich Ihnen jetzt hier schnell vorgespielt habe, das heisst Where the Wild Roses Grow und ist ein Duett vom australischen Sänger Nick Cave zusammen mit der australischen Sängerin Kylie Minogue. Das ist vor etwa 20 Jahren entstanden und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Frau Dumas hört, wenn sie malt. Aber als ich mich ein bisschen mit der Ausstellung beschäftigt habe, denke ich mal, das Lied kann ich mir sehr gut zu diesem Bild hier vorstellen. Ich weiss von ihrer Nummer, und das steht auch im Katalog, falls Sie sich den auch anschaffen, dass sie mit der Musik von Woodstock aufgewachsen ist, als Teenagerin, und dass sie aber selber nie ein Hippie gewesen sei. Wir werden dann aber in einem nächsten Raum noch sehen, dass das nicht heisst, dass sie bieder wäre, dass sie kein Hippie geworden ist, weil sie bieder wäre, im Gegenteil. In dem Bild da, wo schlicht eigentlich The Kiss heisst, das Bild, das finde ich sehr faszinierend. Parallele zu dem Lied, das Sie gerade gehört haben, ist das Lied, das klingt wahnsinnig schön. Und es ist so ein Dreivierteltakt, man kommt so ein bisschen ins Schunkeln. Aber der Inhalt des Liedes ist eigentlich etwas wahnsinnig Finsteres und bedrohlich. Es ist nämlich ein Mord an einer Geliebten. Also es ist eigentlich eine sogenannte, im Englischen sagt man dem Murder Ballad. Das heisst eine Liebe, die tödlich ist. Und wenn man das Bild anschaut, und das ist so ein bisschen meine Assoziation, dann könnte das auch genau von dem handeln. Der Kuss, den wir hier sehen, das könnte eigentlich auch
der letzte Atemzug sein. Also mir wird es nicht so ganz klar, was genau mit dieser Person passiert in dem Moment. Das ist ein, darf ich das sagen? Ja, sehr gerne, ja. Das ist aus einem Hitchcock-Film, ein Filmstill aus einem Hitchcock-Film, wo eine Frau in der Dusche ermordet wird. Und Psycho, echt? Ja. Psycho, ja? Okay. Und da unten am Fußboden liegt. Und also, haben Sie es verstanden? Also es ist ein Psycho vom, vom Hitchcock. Ja, wunderbar, das passt umso mehr. Also eine Mörderballade. Bei Psycho wissen wir, es ist ein Psychopath dahinter, ist vielleicht nicht eine grosse romantische Vorstellung dahinter. Aber der Nick Cave ist ein Sänger, der mit vielen Motiven schafft in seiner Musik, die ich finde, passt eigentlich zu diesen Motiven, die Frau Dumas anwendet. Also sehr existenzialistische Motive. Es geht um Liebe, es geht um Schmerz, es geht um Tod, es geht um sich selber verlieren, aber auch um eine Art Stolz und eine Würde, die man behalten sollte. Und er gehört auch zu denen, die eigentlich die menschlichen Abgründe sehr oft durch die Komposition oder durch den Sound so ein bisschen wie verklärt. Aber das ist natürlich Absicht. Also es tönt nett, es tönt vielleicht lieblicher, als es inhaltlich ist. Und wenn Sie Ihre Bilder anschauen, zum Teil irritieren Sie mich zumindest eben auch, weil Sie haben so vielleicht etwas Weiches, wie Sie gemalt sind. Und gleichzeitig etwas sehr Finsteres und Dunkles, wo dahinter steckt oder wo drinnen steckt. Das führt uns jetzt mit einem eher schlechten DJ-Übergang in den nächsten Raum. Zu diesen Bildern kann ich Ihnen, möchte ich Ihnen eigentlich eine interessante Geschichte erzählen, wie die auch entstanden sind. Und zwar sind die aus einer Kollaboration entstanden, zusammen mit dem holländischen Fotograf Anton Corbijn. Frau Dumas und der Herr Corbijn, die sind zusammengekommen und haben entschieden, lassen uns jetzt endlich mal etwas zusammen machen. So, sehr kurz zusammengefasst. Mach doch du Fotos und ich noch Bilder aus denen, Abbilder von denen. Der Anton Corbijn, der hat gesagt, sicher, klar, lass uns doch Stillleben machen. Man korrigiere mich. Stillleben machen, oder? Genau, Blumen oder so etwas. Oder, und dann malst du die. Und dann hat Frau Dumas gesagt, nein, das ist mir viel zu brav. Ich will schon lange mal in einen Stripclub gehen und das wäre der Grund dafür. Wir gehen in den Stripclub, du fotografierst Polaroids und ich mal noch Bilder von diesen Stripperinnen. Das ist eine sehr lustige Anekdote, weil der Anton Corbijn hat zu dieser Zeit schon einen sehr grossen Ruf gehabt. Und zwar als jemand, der in dem eher verruchten Rockgeschäft ein Superstar-Fotograf ist. Vielleicht sagt Ihnen Annie Leibovitz etwas. Eine amerikanische Fotografin, die sehr viele Fotos gemacht hat von Bob Dylan, auch von der Patti Smith, von den amerikanischen Rockstars. Sie hat für die Rolling Stones sehr viele legendäre Titelbilder gemacht. Auch Yoko Ono und John Lennon nackt, das Bild kennen Sie sicher alle. Das hat Annie Leibovitz gemacht. Der Anton Corbijn ist eigentlich ab den 80er Jahren so ein bisschen europäische Pendant geworden. Also er war im Grunde noch der Fotograf gewesen, wo alle grossen Rockmusiker von Europa sich drängelt haben, mal von ihm fotografiert zu werden. Er hat legendäre Albumcover gemacht. Sie kennen vielleicht das Bild hier im amerikanischen Nationalpark Joshua Tree von der irischen Gruppe U2. Das ist eine Fotografie von ihm. Er ist sehr stark spezialisiert auf Schwarz-Weiß-Fotografien. Das ist von der englischen Gruppe Depeche Mode, das Cover, das er gemacht hat. Also er hat eigentlich Ikonen gemacht von der Plattencover-Geschichte, wenn man so will sagen. Ebenfalls sehr legendäres Cover vom U2-Album Redland Hum. Und das passt für mich sehr gut, dass die zwei zusammen geschafft haben. Weil der Anton Corbijn, Sie sehen es auch,
wie stark er mit Schwarz und Weiß schafft, mit Licht und Schatten und da damit eben auch mit dem hellen und der finsteren Abgrund, wo er immer wieder ausgeleuchtet hat als Fotograf. Er hat auch sehr einen sehenswerten Kinofilm gemacht namens Control und das ist eine Dokumentation, wo er nachher gefilmt hat von der englischen Band Joy Division, eine Band, die es nur sehr kurz gegeben hat. Ihr Sänger hat sich nach 3 Jahren, sie sind wahnsinnig erfolgreich geworden in den 70er Jahren, nach 3 Jahren ist ihm alles zu viel geworden, er hat sich erhängt. Also auch da, das passt für mich, dass die zwei zusammenarbeiten, die sind irgendwie angezogen von den Abgründen, von den Extremen auch, wo sie aufarbeitet, wo sie selber auch beschäftigt. Und vielleicht noch eine kleine Randbemerkung zum Anton Corbijn und dem Album von U2, Redland Hum. Weil ja Marlene Dumas sich sehr beschäftigt hat mit Phil Spector, ihrer Biografie, also mit etwas, wo die Amerika völlig durchgeschüttelt hat, den Prozess. U2 und auf dem Album haben sie den Song «Helter Skelter» von den Beatles nachgespielt. Ein Cover gemacht von dem Song. Also, wenn man so will, macht ja Frau Dumas zum Teil auch Covers. Also, sie nimmt eine Fotografie und interpretiert die neu. Das Cover haben U2 auf dem Album angekündigt, dass sie ein Lied «Helter Skelter», das Charles Manson von den Beatles gestohlen hat und sie möchten jetzt das Lied wieder der Musik zurückgeben. Und sie haben sicher gehört von dieser Geschichte von Charles Manson, also ein Sektenführer, Ende 60er Jahre. Der hat tatsächlich das Beatles-Album gehört und in seinem Wahnsinn unter anderem, glaube ich, auch das Gefühl gehabt, dass er da Botschaften daraus höre. Und hat dann unter anderem Sharon Tate umgebracht, die Frau von Roman Polanski, in einem riesigen Massaker. Und U2 haben etwa 20 Jahre später gefunden, so geht es nicht. Alle assoziieren mit Helter Skelter, das war die Übernahme von dem ganzen Attentat, alle assoziieren mit dem Helter Skelter eigentlich eine Gräueltat. Und niemand denkt mehr an den Ursprung, nämlich an sehr starke Lieder der Beatles. Und irgendwie sehe ich da Parallelen zu dem, was Frau Dumas macht. Ich habe eine kurze Frage, den Film, den du gesprochen hast. Control, der Film, ja. Ja, der ist vielleicht etwa 10 Jahre alt. Ja. Sehr ein eindrücklicher Film. Ist auch eindrücklich, wenn man die Musik gar nicht kennt, weil es einfach zeigt so das Leben von jungen Leuten in der nordenglischen Provinz, wenn man so will, wo sehr talentiert sind, aufgespült werden und eben dann auch wieder, wie geht man mit dem um, mit dem Moment und wie geht man mit eigenen Problemen um, plötzlich, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Vielleicht noch ganz kurz, mal schauen, falls Sie noch 5 Minuten Zeit haben, möchte ich Sie einfach schnell bitten, diese Bilder hier anzuschauen. Sagen tue ich nachher eigentlich etwas darüber. Ich will nur schnell sagen, wieso dass Sie diese Bilder alle anschauen, weil sie auf mich sehr gewagt wirken. Fast schon ein bisschen pädophil, wenn man sie anschaut. Man fühlt sich irgendwie unwohl, also ich fühle mich unwohl, das anzuschauen. Das sind in meinen Augen nicht erwachsene Leute, die sich da quasi fast nur in Unterhosen präsentieren. Das sind in meinen Augen eigentlich noch Kinder. Und man möchte eigentlich zum Abschluss vielleicht noch ebenfalls ein Bild von einem Kind mit ihnen anschauen und ihnen sagen, was mir dort denn für Pop-Assoziation gekommen ist. Wahrscheinlich
die Stimmen erkennt. Womöglich haben Sie sie erkannt, Serge Gainsbourg und Jane Birkin, Melodie Nelson. Das ist zu dieser Zeit, glaube 1970, 71, ein Skandal gewesen. Nicht der erste von Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus, ist natürlich der erste Weltskandal gewesen. Melodie Nelson ist aber eine ganze Platte gewesen, die skandalös war, weil er hat dort eigentlich eine Geschichte erzählt. Es ist ein Konzeptalbum, also ein Album, wo ein roter Faden durchgeht bis zum Schluss von der ganzen Schallplatte. Und die Geschichte ist Jane Birkin, die in die Rolle von Lolita schlüpft, also von einer Minderjährigen. So posiert sie auch auf dem Plattencover. Und einem älteren Mann, der quasi sie zuerst durch einen Unfall kennenlernt. Nachher kommt ein Amour fatal, wenn man so will. Bis zu einem Flugzeugabsturz und einem tragischen Tod. Jetzt, wie komme ich zu dieser Assoziation in dem Zusammenhang mit den Bildern, die Sie vorher sehen? Und da, ich habe Ihnen schon vorher gesagt, irgendwie, das hat auf mich etwas sehr Beklemmendes, wie Frau Dumas Kind darstellt. Also es ist mir wirklich nicht ganz wohl. Als ich zuerst mal die Ausstellung gekommen bin, war das so ein Eröffnungsbild, das ich gesehen habe. Und es hat einen Film mal gegeben, Chucky die Mörderpuppe, ein Horrorfilm. Den müssen Sie nicht gesehen haben, aber aber etwa so hat die Mörderpuppe ausgesehen. Also dass das Ganze nackt, so ungeschützt noch dargestellt wird, aber mit roten Händen, wo man natürlich Blut hineininterpretieren könnte, das sorgt eigentlich noch zusätzlich zu dem Unwohlsein. Aber auch der Blick, man weiß nicht so recht, ist er böse, also ist er fatal, ist er verhängnisvoll, ist er traurig. Es lässt mich irgendwie nicht ganz kühl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Sie nicken, ja. Und dann habe ich dann erfahren, dass das die Tochter ist von der Frau Dumas. Und dann hat sich bei mir eigentlich das Gainsbourg-Bild plötzlich erschlossen. Das erste Gainsbourg, wo mit der Charlotte Gainsbourg, seiner Tochter, ebenfalls Aufnahmen gemacht hat, wo er mit dem gespielt hat. Also nicht nur mit der Jane Birkin, mit der Mutter von der Tochter, eigentlich immer wieder extra auch ein bisschen provoziert in dieser Darstellung. Und in der Musik, in der Kunst, die er geschafft hat, natürlich haben die Leute immer geschlossen, dass er selber ein totaler Knallheige. Der hätte er vielleicht im Ansatz gehabt, aber nicht auf eine so eine negative Art und Weise, wie wir den ihn interpretieren. Und ich glaube, genau gleich ist es mit der Frau Dumas. Also, wie sie ihre Tochter hier darstellt, das schockiert einen eigentlich. Und gleichzeitig muss ich sagen, ja, Moment, aber das ist natürlich ihre künstlerische Interpretation. Jemand hat mir jetzt vorher gesagt, von der Kuratorin, dass die Vorlage weitaus harmloser daherkommt. Das heisst, sie hat das eigentlich auf die Spitze getrieben, in der Umsetzung vom Originalbild zu dem gemalten Gemälde und damit auch ein bisschen gespielt. Also bewusst wahrscheinlich eine Art Provokation gesucht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das nicht selber auch so einfällt wie uns. So wie es beim Serge Gainsbourg war. Vielleicht da noch eine kleine Anekdote. Er hat zum Schluss von seinem Leben dann noch für einen Skandal gesorgt, wo er mit der Charlotte, sie war 13, ein Lied aufgenommen hat. Und das ist ein bisschen sein Humor, die Doppeldeutigkeit, die man eben auch bei der Frau Dumas zum Teil rausgespürt hat. Sein Humor war, doppeldeutige Titel zu setzen. Und zwar hat er das Lied Lemon Incest genannt. Und wenn man jetzt weiss, un zeste de citron, das ist eine Zitronenschale, kann man Lemon Incest natürlich einfach als Schale von einer Zitrone verstehen. Aber natürlich schwingt da auch ganz bewusst das Wort Incest raus. Und sein Ziel, in den 80er Jahren, nach seinen grössten Erfolgen, eigentlich noch einmal für Aufregung zu sagen, hat er absolut erreicht. Alle haben natürlich dann das Gefühl gehabt, das ist absolut nicht in Ordnung, dass er seine 13-jährige Tochter zu so einem Lied vor das Mikrofon holt, etc.
Heute weiss man, Charlotte Gainsbourg ist eine grossartige Schauspielerin, hat auch nicht so darunter gelitten. Sicher nicht auf die Art, wie wir es uns alle vielleicht vorgestellt oder befürchtet hätten. Aber Serge Gainsbourg lebt wie viele, die wir hier gesehen haben, nicht mehr. Ist ein grosser Künstler gewesen, so wie Frau Dumas auch, die eben mit ihrer Doppeldeutigkeit und mit ihrer Abgründigkeit gerne gespielt hat. Also ich kann schon ein bisschen überzeugen, deshalb also ich sage jetzt nicht noch, ich hätte noch mehr, aber sage jetzt nicht mehr. Danke Ihnen. Danke Ihnen sehr, dass Sie das ausgehalten haben. das ist mein erstes Mal als Museumsführer, Premiere.